So, weil du genau das Falsche genommen hast. Warum willst du mal Eisenplatten nehmen? Ich glaube, ich helfe dir mal ein bisschen, indem ich einfach 200 da reinschmeiße. Damit es dann niemals zu irgendwelchen Verwirrungen kommt. So. Was machst du? Achso, du hast nicht... Ja, du willst dir gar nichts runternehmen, weil genug drin ist. Das ist jetzt auch nicht so gut. Also wir sollten also auf jeden Fall keine Eisenprobleme mehr haben, richtig? 2,5. Ah, komm schon. Ich habe hier 4 neue Schmelzöfen gebaut, die komplett durchgehend laufen. Spring auf 2,6, verdammt. Ne, macht er nicht. Du bist doof. Das macht doch bestimmt jede Menge Smog, ne? Oh. Oh. Nicht so gut, nicht so gut. Dann bauen wir lieber noch eine Kiste. Oder 2. Und setz die hinten ran. Aber sonst staut sich das hier, das ist auch nicht gut. Ja. 2,6, ne, also. Also wir haben positiven Influx an Eisen. Auf jeden Fall auch bei Kupfer. Obwohl wir die zweite Drahtfabrik haben und ich die Kiste bestimmt nicht beschränkt habe. Ja. Das heißt, nächster Schritt. Mein grüner Chip staunt sich auch, ne? Aber nicht besonders schnell. Das heißt, der nächste Schritt wäre jetzt, die roten Chipfabriken auf gelb aufzustufen. Dann verbrauchen wir aber wieder mehr grüne Chips und dann werden grüne Chips runtergehen. Also bräuchten wir eigentlich eine grüne Chipfabrik mehr in gelb und die hier auf gelb aufgestuft. Das wäre so der Plan. Forschung. Das haben wir fertig. Wir können jetzt das Sniper-Ding erforschen. Ja, mach mal. Das würde ich echt gerne testen, wie es in dieser Version funktioniert. Also, vorher war es ja mal richtig überpowered. Da konnte man, glaube ich, einen Spawner mit 2 Schüssen killen. Das wird jetzt bestimmt nicht mehr gehen, weil halt die Lebenspunkte vor diversen Patches schon extrem erhöht wurden von den Spawnern. Aber solange wir die Basis damit angreifen können, ohne dass wir die Biter und Spitter aggroen, ist das trotzdem eine super Sache. Das heißt, wir snipern erstmal 2 Spawner weg, pullen dann die ganzen Mob, töten den ganzen Mob und es respawnt nur noch, ne, Spawner minus 2. Ah ja. Hier ist alles okay. Das war noch nicht genug. Also ich schmeiß jetzt hier nochmal ganz kurz die... Du bist schon gut. Raus, rein. Raus, rein. Raus, rein. Den lasse ich mal drin, weil er gut ist. Und dann bau bitte, während wir jetzt unterwegs sind, um irgendwas kaputt zu hauen, 5 davon, 5 davon. Und was hauen wir kaputt? Wir hauen die Basis da oben kaputt, glaube ich, weil es eine Dreierbasis ist. Na, wobei, es ist schon 18 Uhr, das ist doof. Oh, befüttert mich mit Chips, das ist völlig okay. Hier. Du kriegst jetzt doch mal welche, weil ich habe jetzt schon so viele davon, das ist okay. Das heißt, wir erforschen auch gleich mal irgendwas mit Lila. Wahrscheinlich Türme. Weiß ja nicht. Eigentlich müsste ich... Stimmt, das müsste ich eigentlich machen. Ich müsste eigentlich die Türme jetzt so weit überspringen, dass ich bis zu den Topaz-Türmen komme. Oder was sind die? Das war so ein Chip-Symbol, ne? Gehen wir mal alle durch. Hier, Laser Turrets 1. Brauch Silber. Den kriegen wir die. Dann nehmen wir die nächsten. Die brauchen nicht mehr Lila-Chips. Stimmt. Warum genau habe ich jetzt 213 Alien-Artefakte zusammengefarmt, wenn ich die gar nicht für unsere Hauptverteidigungsanlage brauche? Ja, okay. Für Stromversorgung auch nicht. Ich glaube, ich gönne mir das hier gleich.
sind nur 30 Erinnertfakte und das macht einen Riesensprung und ja, warum nicht? Und bis dahin, bis wir die lila Dinger haben, erforsche ich schon mal die Züge, damit wir unsere Außenposten bauen können. Ja, goodie. Ich hänge im Kopf noch so ein bisschen zu sehr bei der alten Dietech-Version, wo man so viel falsch machen konnte und es so viele Sackgassen gab. Also Sackgassen, Anführungszeichen, ne? Aber hier ist das echt human geworden teilweise. Also garstig, was manche Preise angeht, das sehe ich auf jeden Fall ein. Und dass es mit den Produktivitätsmodulen nicht mehr so klappt, ist auch recht übel, weil wir halt nach und nach alle unsere Sachen hier wegfressen. Aber dann fressen wir sie halt weg. Wir haben von vornherein genug Gebiet gesammelt. Das war genau richtig von mir. Und dadurch haben wir auch jederzeit die Möglichkeit, hier einfach was aufzubauen, wenn das in der Mitte weg ist. Ja, schön, 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 schön. Ihr lauft alle soweit, ist okay. Da. Oh, habe ich dich beschränkt? Beschränkt. Beschränk dich mal. Warum arbeitest du gerade nicht weiter, weil keine Kohle da ist? Was aber auch okay ist, weil wir haben schon 50 Stück dabei. Oh. Ja, das Kohlefeld wird hier echt immer enger. Klick. So. Railway ist gleich fertig, das ging schnell. Lila Tränke sind überall schon zwei. Ja, werden ja auch jedes Mal 10 hergestellt, das ist echt praktisch. Und brech die mal bitte ab und bau stattdessen ein paar von den gelben Fabriken, damit wir sowohl die grünen Schifffabrik bauen können, als auch die roten aufstufen. So, und jetzt nimm bitte. Wir haben Roboter, nichts zu tun haben. Also ich muss die Stack-Size gar nicht erforschen. Speed denn genauso wenig. Warum habe ich lila Science-Packs? Okay, such mir jetzt irgendwas, was irgendwie toll klingt. Braucht auch alles nichts. Power, aber auch nichts. Die braucht 150 Alien-Artefakte. Ja. Nimm mal hier so viel raus, dass wir auf 150 runterkommen. 150 hier im Inventar haben. So. Und dann erforscht du jetzt die Power Armor im K3. Die braucht einfach nur viele Ressourcen. Oh, und zweimal die Power Armor im K2. Das heißt, die braucht noch mehr. Stopp, wie viele brauchen wir für die MK2? 50. Hux, ganz knapp geschafft. So, also die brauchen wir jetzt alle für die Power Armor MK3. Wobei wir die 2 ja immer noch nicht voll ausgestattet haben. Aber ja, das ist so für später. Aber wenn wir die dann haben und die alle mit Schilden vollpumpen, dann können wir, glaube ich, irgendwann stehen bleiben und kriegen keinen Schaden mehr. Das hätte auch was. Na gut, ist die erste Fabrik schon fertig? Nein. In den Modulen. Ja. Ich sollte hier hinten irgendwo. Ja, mach mal hier. Nein, du stehst falsch. So, du stellst bitte her. Speed-Module MK1. Du stellst bitte her. Effektivitätsmodule MK1. Du stellst bitte her. Pollution-Cleaning-Module MK1. Und auf der anderen Seite machen wir MK2. Aber erstmal die hier. Dann machst du bitte da, da. Rein, 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 rein. In die Kisten. Rein, rein, rein in die Fabrik. Brich den kurz ab und bau bitte mir erstmal 5 davon, 5 davon. Und alle beschränken auf ein Stick. Zack, 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 zack. So. Beschränkt, 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 beschränkt. Was ist gerade wichtig? Für die Power Armor MK3 sind die beiden wichtig. Das heißt, ich hätte gerne Kupfer, Eisen, grüne Chips. Eisen, grüne Chips. Nicht unbedingt alles 220 oder so reicht.
Chips sogar noch weniger. Du brauchst genau das gleiche, also Shift rechts, Shift links. Und du brauchst komischerweise auch genau das gleiche. Da, da. Dasselbe, 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 dasselbe. Dasselbe. So, jetzt werden die erstmal eine ganze Weile gebaut. Kriegen alle Pollution Cleaning Module. So, wir haben noch keinen vierten, das kommt später. Da können die Produktivitätsdinger hin oder was auch immer. Dann hätte ich gerne nochmal 5 jeweils davon. Und ich hätte gerne hier die MK2-Version davon. So und so. Da kommen die blauen Kisten. Zack. Rein, raus, rein, raus. Du hättest gerne MK2-Speed-Module. Kriegst Pollution-Module. Du hättest gerne MK2-Effektivitätsmodule. Kriegst Pollution-Module. Die brauchen genau das gleiche, außer halt das jeweilig andere Modul. Das heißt, wir stellen dich ein auf Eisen, Stahl, also was noch? Eisen, Stahl, grüne Chips. Beides halt runter. Stahl habe ich noch gar nicht drauf geachtet, wie das momentan so aussieht. Wir hatten zwar eine Schmelze mehr gemacht, aber das ist jetzt nicht so wirklich viel. So, und dann noch das da. Ein. Und du das da. Ein. Sollte jetzt theoretisch laufen. Sobald ein Roboter Zeit hat. Und jetzt haben nicht alle Roboter Zeit. Aber nur, weil wir halt die Kisten einmal befüllen müssen. Ja. Also ich denke, wenn wir jetzt noch weiter Basen töten können demnächst, dann kann ich es mir fast leisten, das doch zu erforschen. Auch wenn wir es fast nie brauchen. Nur halt in so einen Initialphasen. Also wenn wir irgendwas Neues bauen, dass die Kisten befüllt werden, dass es schneller geht. Das ist okay. So, Snipergewehr. Forschen. Die Kisten beschränken. Kiste beschränken. Und hier wird jetzt sehr viel draufgehen an Ressourcen. Also alles. Kupfer, Eisen, Stahl, grüne Chips, alles. Kupfer sieht gut aus, Draht sieht gut aus, grüne Chips gehen runter. Ja. Bau dann jetzt mal weiter an den Fabriken. Und stuf eine von denen hier mal auf. Ja, Strom. Guck dir mal den Strom an. Das ist nicht gut. Nicht gut. Was bist du? Bist okay. Ja. Oh Gott. Tockel, 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 tockel. Einfach mehr bauen. Das war der Plan. Was fehlt hier eigentlich noch? Die Liquid Handler und so ein Wasserding. Wasserding. Baue ich die Fabriken wieder mal ab und baue einen Liquid Handler. Habe ich nicht vielleicht Liquid Handler im System? Also ich weiß, ich habe für die Rotoren Sachen gebaut. Wobei es jetzt dafür schon wieder fast zu spät ist. Gib mir 100 davon. Gib mir ein Stack davon fürs nächste Mal. Wobei, brech das ab, baue es neu. So, sieht doch schon viel besser aus. Okay. Das heißt, wir bauen da zwei neue davon hin. Oh, ist das Einzugsgebiet? Ist völlig okay. Okay. Warum habt ihr denn noch keine Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links? So, haben die Roboter wieder alles was zu tun. Das bitte einmal befüllen. Dann bitte hier die und die hin, jeweils auch mit dem Steinwasser. Flupp. Und dann sollten die jetzt eigentlich alle schon anspringen, ne? Ja, glaub schon. Licht wäre hier noch schön. Das heißt, wir sollten jetzt schon genug Strom haben. Ah.
Das ist auch für zu tanzen, wollte ich gerade sagen. Aber anscheinend will kein Roboter gerade Fuelblocks hier hinten hinbringen. Das ist nicht sehr nett von euch. Also ich weiß, ihr habt viel zu tun und so, aber kommt schon, Fuelblocks. Genau. Chuka, 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 chuka. Sehr gut. Haben wir jetzt genug Strom? Dass es aufhört, so rumzutanzen? Ja, haben wir. Okay, aber wieder nur eine kurzfristige Lösung. Sollten wir uns echt einen Kopf drum machen, wenn es soweit ist. Das heißt, nächste Folge kümmere ich mich ein bisschen mehr hier um die Stromgeschichte. Dann werden wir das Snipergewehr hoffentlich bauen können. Die Sprünge sind hier recht schnell. Und dann testen wir das Snipergewehr, ich glaube, an der Basis oder an der Basis. Die ist sogar noch ein Ticken näher dran an unserem Smog, ne? Ja. Also wir testen das Snipergewehr an der Basis und versuchen dann einfach nur ein, zwei Spawner zu zerstören. Weil wenn die ein, zwei Spawner weg sind, können wir den Rest auch so knacken. Und je nachdem, wie hoch der Munitionsverbrauch ist, beziehungsweise die Ressourcen für die Munition, können wir auch alle Spawner wegschießen mit dem Sniper. Aber muss ich erstmal gucken, wie es funktioniert. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber wir halten uns soweit gut. Auch wenn das alles eine riesige Blase ist eigentlich. Wenn mal so ein richtiger Angriff kommen sollte, wären wir instant kaputt. Das heißt, eigentlich sollte ich jetzt nur an der Verteidigung arbeiten. Das ist so meh. Weiß nicht. Ja, ja doch. Also ich sollte in den nächsten Folgen dann auch noch eine Fabrik bauen, die die ersten Lasertürme baut. Damit wir hier das ergänzen können. Und dann vermehrt darauf achten, dass wir jetzt doch endlich mal einen Roboport bauen oder mehrere Roboports. Damit wir eine Blaupause machen für die Lasertürme. Die Roboports hier irgendwo hinsetzen und dann hier überall diese Mauer, 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 Mauer. Gun-Turret, Laser-Turret, Ärmchen, Fließband und so weiter. Alles in einem Blueprint hier einfach runter copy-pasten können. Dass die gesamte Westwand zumindest schon mal fertig ist. Ja. Das vergisst du auch bitte nicht, die Kurve in der Zukunft. Schön dranbleiben und so. Also bis gleich.